Wo ist eigentlich die PLO im Nahostkonflikt gerade, die palästinensische Befreiungsorganisation, die PLO von Yasser Arafat, könnte man auch sagen, an den sich bestimmt noch viele erinnern, die mal den Anspruch hatte, das palästinensische Volk insgesamt zu vertreten, die von der UNO als dieser Repräsentant auch offiziell anerkannt wurde. Die Terrororganisation Hamas dagegen, die heute in Gaza dominiert, ist in der PLO gar nicht vertreten. Wie geht also deren Geschichte? Heute, am 28. Mai 1964, heute vor 60 Jahren, wurde die palästinensische Befreiungsorganisation PLO gegründet. Das ist ein Stichtag von Severino Melchiorre. Befreiungsorganisation. Schon der Name der PLO klingt wie eine Kampfansage. Und das soll sie bei der Gründung auch sein, vorangetrieben vom damaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser. Ihm schwebt ein vereinter arabischer Staat vor, notfalls auch mit Gewalt erschaffen. Und in den Palästinensern sieht Nasser die mögliche Speerspitze. Die Araber aus Palästina wollten in ihre Heimat zurückkehren und ihren Besitz zurückerlangen. Die Antwort der Israelis war nein. Man hat Rechte, aber niemand ist bereit, einem dazu zu verhelfen. Dann heißt die einzige Lösung doch Gewalt. Da ist längst der Versuch der Vereinten Nationen gescheitert, Palästina in ein jüdisches und ein arabisches Gebiet aufzuteilen. Vor allem, weil der Staat Israel 1948 einseitig ausgerufen wird, gegen die Einwände mehrerer arabischer Staaten. Die greifen noch am selben Tag zur Waffe. Doch Israel siegt und weitet sein Staatsgebiet aus. Fast 1 Million Palästinenser flüchten in die arabische Nachbarschaft. Es dauert eine Weile, bis sie sich davon erholen, erklärt Abdallah Franji, selbst Flüchtling und heute Berater von Palästinenserpräsident und PLO-Chef Mahmoud Abbas. Die Palästinenser, die vertrieben worden waren, waren erstmal beschäftigt. Und um zu überleben, hat man nicht sofort sich mit dem Widerstand beschäftigt. Erste Parteien gründen sich in den Flüchtlingslagern, während Ägyptens Präsident Nasser nach und nach die Gründung der PLO einfädelt. Sie soll Sprachrohr der Palästinenser sein auf dem Weg zu einem eigenen Staat. Die PLO-Gründung im Ostjerusalemer Orienthaus ist ein Meilenstein. Das ist auch ihrem ersten Vorsitzenden Ahmed Shoukry damals bewusst. An diesem historischen Tag versammelt sich das palästinensische Volk in der ewigen Stadt Jerusalem. Zum ersten Mal nach der Katastrophe Palästinas. Kopf der PLO wird bald ein anderer, Yasser Arafat. Markenzeichen, schwarz-weißes Kopftuch und grüner Kampfanzug. Er setzt den bewaffneten und blutigen Kampf für einen Palästinenserstaat um, den die PLO damals in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen hat. Höhepunkt ist die Entführung und Ermordung israelischer Sportler bei den Olympischen Spielen in München 1972. Erst 2 Jahre später gibt sich Arafat vor der UN-Vollversammlung gemäßigter. Im Kampfanzug und mit umgeschnallter Pistole ruft er der Welt zu: Heute kam ich zu euch, in einer Hand den Ölzweig und in der anderen Hand das Gewehr der Revolution. Lasst den grünen Zweig nicht aus meiner Hand fallen. Es vergehen weitere 20 Jahre mit Gewalt und Gegengewalt, bis sich Israel und die PLO schließlich gegenseitig anerkennen. Arafat und Israels Regierungschef Yitzhak Rabin reichen sich vorm Weißen Haus die Hände, begleitet von US-Präsident Bill Clinton. The children of Abraham, the descendants of Isaac and Ishmael, we bid them Shalom, Salam, Peace. Dafür bekommen Rabin und Arafat zwar den Friedensnobelpreis, Frieden gibt es aber trotzdem nicht, weil keine Seite zu bahnbrechenden Kompromissen bereit ist. Zum Jahrtausendwechsel kommt es zur zweiten palästinensischen Intifada mit Anschlägen in Israel und vielen Toten. Mit Arafats Tod 2004 verliert die PLO an Einfluss zugunsten der deutlich radikaleren Terrorgruppe Hamas. Sie fordert die Vernichtung Israels. Gegründet wurde die PLO, die Palestine Liberation Organization, heute vor 60 Jahren in Jerusalem.